Ich dann denke. Ja, und anstatt man dann schnell die Flucht ergreifen kann, funktioniert die Code erschlossen. Ja, wo du das noch. Wie war das? Gehackt? Ich musste das hacken. Weiß nicht wie. Weil wir sind erstmal ohne Fahrrad losgelaufen. Wir mussten zurückkehren. Koja stand noch an der Ecke und ich bin zu seinem Fahrrad gegangen, ja. Als wenn jeder, der. Oh, als wenn jeder wüsste, dass ich es nicht war, aber Koja. Ja, genau. So war's. Ich meine, wir sind ja sogar durch so einen Deckel von der Tiefgarage hochgeklettert, ja. Totally Commando Style. Genau, das Style. Das war so awesome. Ich würde es ja jederzeit wieder tun. Nur, dass diesmal Koja wirklich von abhalten würde, diesen Stein zu ziehen und mich nicht umdrehen würde, in der Hoffnung, dass er schon hinterherkommen wird. Das war nämlich totally stupid. Ja, Scooby hat aus dieser Geschichte gelernt, Koja nicht, und für den Kamin war es zu spät. Der musste eh weg, Scooby. Am nächsten Tag haben wir geguckt auf dem Klingelschild, war keins. Vielleicht ist das Gebäude leer, vielleicht auch nicht. Jedenfalls hat es keinen Kamin mehr. Was hätte ich, so eine arme Familie, ja, wo ein Typ sagt, kommt, da könnt ihr umsonst ein bisschen wohnen, hat sogar einen Kamin, damit habt ihr das warm im Winter. Dann kam Koja. Guck mal, der Todesritter hat ausprobiert, was ich schon lange weiß. Kämpft die hier noch mehr? So, zwei Bosse noch. Guck mal, was zu trinken. Yep. Ich hätte auch gerne einen grünen Tee, hätte ich jetzt gerne. Gleich wird da jünger.
Jo, da bin ich wieder. Hopp, falsche Richtung. Koja? Hallo? Koja. 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 Koja, 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 Koja. Hallo, hallo, hallo. Hallo, bitte, bitte, bitte helfen. Koja? Hallo? Hörst du mich? Koja? Koja? Ach, du ziehst sie. Ja, das ist Koja Life. Er ist da, aber sein Hirn hat total abgeschaltet. Ja, man, Scooby, ich bin wieder da. Kann ihn nicht mehr erreichen. Ah, da ist er ja. Hey, Koja. Wir haben doch schon mal ohne dich angefangen. Scooby, ich bin gerade am Tee kochen gewesen. Ach. Nicht, nicht. Ich wollte dich ja nicht stören, hab dich ja nicht gerufen. Ich hab mir das schon vorher stimmig gemacht. Ach ja. Oh, da war was für mich. Ich bin wieder voll da. So eine motivierende Musik hier. Ein Ginseng-Tee. Das ist diesmal. Ich hab ne Schnarke in der Bude. Ja. Die nerven so krass. Im Moment fliegt sie über den Monitor, ne? Und macht da irgendwas. Sucht nach Öl oder so, weiß ich. Das ist ein echter Ginseng-Tee. Aus einem chinesischen Geschäft. In Deutschland. In Deutschland halt im chinesischen Geschäft gekauft. Das macht ihn nicht weniger chinesisch. Ach, aber wenn es ein echter chinesischer Ginseng-Tee ist in einem deutschen Geschäft in Deutschland, dann ist es kein Ginseng mehr. Gut, kein Problem. Ich sterbe, aber ich habe irgendwas noch gemacht. Ja. Ich habe nämlich so Pflanzen, die verlangsamen mich. Den kann ich nicht mit der Party mithalten. Hast du mich mit Absicht gebabbelt, als ich Full Health hatte? Nicht als Full hattest. Die Bubble kam aber erst, als ich Full war. Ja, das war alles schon fertig geklickt. Das ging Schlag auf Schlag. Mhm. Nee, ist ja okay. Also wirklich? Wenn du sowas dann ansagst, weil wenn ich dann Full AP hab, kann ich schnell wieder wegmachen. Das ist wieder Aggro zwingen. Ich wollte eigentlich Hand auflegen machen. Ich wusste es da. Da bin ich froh, dass Hand auflegen in der Arena nicht geht. Du wirst erst gar nicht in Versuchung geführt.
Aber da ist die Bubble doch cool. Nein. Warum sollte die dann nicht gut sein? Weil ich da auch keinen Damage dann machen kann. Du kannst doch wohl Damage machen, wenn du diese Bubble hast. Nein, kann ich nicht. Doch. Nein. Jawohl. Glaube ich nicht. Doch klar, die macht überhaupt keinen Unterschied. Du kriegst ja nur keine Akku. Zeig ich dir gleich. Show me. Wie lange noch? Ich war noch 4 Minuten. Ja, okay. Dies wird hier mir nicht angezeigt. Kante schützt 3 Minuten. Ich habe diese ganzen Dinger hier nur, um die Abklingzeit zu sehen. Klicken tue ich die anders, you guys. Schnark hat so ein Angriffsmanöver geflogen. Also, ist geflogen, hat nicht geflogen. Eine Schnarke ist fliegen. Yeah, you guys. Deutsche LK, wir können da nichts mehr beibringen. Ja, hier wird die Gruppe jetzt gelobt, ne? Damit sind primär immer Tank und Healer gemeint. Yep. Okay. Hier ist zu beachten, dass man sich immer bewegt. Scooby kann das super gut. Bislang härtester Boss. Boah, man darf nicht an den Schwanz kommen. Fast. Ja, das ist schon krass. Und wir haben es geschafft. Oh shit, ich habe die Stiefel gewonnen eben, oder? Weiß ich nicht. Ja, mein Inventar war aber voll. Begleite mich, falls was Böses da ist. Hier geht's. Oh, ich will angreifen. Oh, von 2. Das ist ein Zufall. Ja, Kusha, was für ein Zufall?